Hallo, hier habe ich mal eine klitzekleine Aufgabenstellung vorbereitet. Die Aufgabe geht so: Wir haben drei Punkte gegeben, A, B und C, die lese ich jetzt nicht vor. Dann haben wir weitergegeben, dass der Vektor a, also hier klein a, wird dadurch definiert, dass der Punkt a auf den Punkt c abgebildet wird, und zwar eben durch diesen Vektor klein a. Klein b hier wird so definiert, dass durch diesen Vektor der Punkt C auf den Punkt B abgebildet wird. Frage 1 ist nun, auf welchen Punkt wird B abgebildet, wenn zur Abbildung der Vektor B minus A benutzt wird? Und zweite Frage ist, Ortsvektor welchen Punktes ist der Vektor B minus A? Nun, das sind vielleicht ein bisschen viele Informationen auf einmal, aber mein Vorschlag, mach den Film aus, mach dir Gedanken. Dann wirst du feststellen, das ist alles heiße Luft, was hier steht. Da ist fast nichts zu tun, beziehungsweise nichts Schwieriges. Es geht nur darum, dass du mit solchen Ausdrücken lernst, umzugehen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.